Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind hier bei Darmstadt spielt am Stand von Skellig Games und ich habe mir mal den Uwe geschnappt. Uwe, ich könnte jetzt sagen, nice to meet you. Stell dich doch gerade mal vor, denn du bist zum ersten Mal bei uns im Interview. Das stimmt. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Mein Name ist Uwe Bursig. Ich bin der Gründer von Skellig Games. Wir sind jetzt seit 2 Jahren ein kleiner Spieleverlag, der größer werden möchte. Und wir sind jetzt zum zweiten Mal hier in Darmstadt, haben ein paar mehr Spiele dabei als im letzten Jahr und schauen mal, wie das jetzt ankommt. Dann fangen wir doch mal ganz vorne an. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du auf die Idee gekommen bist, einen Verlag zu gründen? Ich denke, das ist wie bei vielen. Ich bin schon immer jemand, der sehr gerne spielt und ich bin auch jemand, der schon immer so ein bisschen Spiele nebenbei entwickelt hat, ist vielleicht zu viel gesagt, versucht hat zu erfinden, und aber nie so professionell. Und vor 2 Jahren habe ich dann überlegt, ich möchte es jetzt gerne ein bisschen professioneller machen. Und ein Traum ist natürlich dann auch irgendwann davon zu leben. Und das war der eine Grund, dass ich gesagt habe, das geht als Verlagsinhaber sicherlich ein bisschen einfacher als Spieleautor. Und der zweite ist, dass ich auch einfach Bock hatte auf diese ganzen Verlagstätigkeiten drumherum. So kam das dann. Ja. Und wenn du Skellig Games jetzt beschreiben sollst, wie würdest du den Verlag beschreiben? Wir sind ein kleiner Verlag mit großen Spielen wir versuchen uns nicht festzulegen. Das heißt, so wie wir selber auch sind, wir haben auch Lust auf sehr verschiedene Spiele, so wollen wir den Verlag auch aufstellen. Das heißt, bei uns wird es zwar zunächst mal keine Kinderspiele geben, aber alles von leicht bis sehr komplex. Und das ist unser Anspruch, dass wir da einfach ein großes Portfolio abdecken und nach mehr Spiele anbieten können. Bei einigen Spielen bist du ja auch selbst der Autor. Wie machst du das dann? Bist du dann auch gleichzeitig der Redakteur oder hast du einen Redakteur im Verlag? Wie entsteht jetzt so ein Spiel von dir? Das hat sich jetzt geändert in den 2 Jahren. Beim ersten Spiel war ich tatsächlich mein eigener Redakteur, was nicht immer das Beste ist. Wir haben auch ein paar Fehler gemacht oder ich habe ein paar Fehler gemacht in der Phase. Mittlerweile sind wir zu viert. Wir haben einen guten Freund von mir, der sich um den Vertrieb kümmert. Wir haben den Thomas, der sich das Marketing so ein bisschen angeeignet hat. Und wir haben den Dominik, der ist auch hier mit am Stand. Und der kümmert sich um die Redaktion mittlerweile. Ne? Und das ist auch nicht so schlecht. Ist jetzt für mich gar nicht so wichtig persönlich, weil ich im Moment sowieso nicht dazu komme, selber Spiele zu entwickeln. Das heißt, im nächsten Jahr wird es vermutlich keins von mir geben, was aber auch nicht schlimm ist. Jemand, der sich hauptamtlich um die Redaktion kümmert, das ist schon sehr wichtig. Jetzt sind wir ja hier bei Darmstadt spielt. Erzähl doch mal, warum lohnt sich das für euch als kleiner Verlag herzukommen? Was kann man hier bei euch erleben? Das ist, denke ich mal, eine gesunde Mischung. Wir waren letztes Jahr zum ersten Mal hier, einfach weil wir auch mal ein bisschen ausprobieren wollten, welche Veranstaltungen uns liegen. Und es ist zum einen die wunderschöne Atmosphäre hier. Es ist tatsächlich so, dass es hier besonders schön ist. Deshalb haben wir gesagt, wir kommen wieder. Grundsätzlich sind Veranstaltungen natürlich ein wichtiger Aspekt, bekannter zu werden und einfach auch einem Publikum bekannter zu werden, was jetzt abseits der üblichen Spieleszene im Facebook etc. aktiv ist. Und das Verkaufen steht nicht so im Vordergrund. Traditionell ist auch der Umsatz bei solchen Veranstaltungen nicht so hoch. Das ist nicht schlimm, sondern wir freuen uns immer, wenn die Leute unsere Spiele spielen. Und es ist für uns auch eine Möglichkeit, ein Feedback zu bekommen. Das heißt, zu den Spielen, die wir jetzt haben, auch mal direkt eine Meinung zu bekommen, ob die jetzt gut oder schlecht ist. Und all diese Aspekte zusammengenommen machen eben so eine Veranstaltung für uns aus. Wir waren auch auf das Spiel kurz bei euch am Stand, haben wir zwar kein Interview gemacht, aber wir waren kurz da. Und es war ja schon eine enorme Entwicklung von euch jetzt von 2018 zu 2019, vor allem auch in Bezug auf den Stand zum Beispiel. Wie viel Arbeit steckt denn dahinter und was bedeutet euch tatsächlich so ein großer Auftritt auch auf das Spiel? Die Spiele ist natürlich, das wisst ihr auch, ist so ein Highlight im Spielejahr. Man arbeitet schon sehr darauf hin, einfach weil auch die gesamte Spielewelt da zugegen ist. Und wir waren dieses Jahr zu viert am Stand und hatten 4 Tische und hätten das auch anders, glaube ich, gar nicht stemmen können. Ich hatte dann zum Glück ein bisschen Zeit, ein paar Termine zu machen mit Verlagen etc. Aber die anderen 3, dankenswerterweise, unsere Beate war noch mit dabei, haben die ganze Zeit durcherklärt und den Stand gemanagt, sonst hätte das gar nicht funktioniert. Und es ist eine Menge Arbeit, ne? Ich denke, das ist bei euch ähnlich. Ist natürlich eine schöne Arbeit, die man gerne macht, aber wir machen das alles noch nebenbei. Und man kommt schon an seine Grenzen. Und wenn ich da nicht eine Familie hätte, die so verständig ist und so verständnisvoll, dass sie mir diese Zeit geben könnte, da bin ich sehr dankbar für, würde das gar nicht gehen.
Wenn du jetzt die beiden Messen, beziehungsweise hier Darmstadt spielt und die Spiel vergleichen sollst, wie würdest du dann die beiden, oder wo liegen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Veranstaltungen? Also die Gemeinsamkeiten sind, dass gerne gespielt wird, dass viel gespielt wird. Das ist ja das Schöne, dass es eigentlich fast nur Publikumsveranstaltungen gibt, mal Nürnberg vielleicht ausgenommen. Die Unterschiede ansonsten sehr groß. Wir haben auch wieder 4 Tische, aber es ist für uns auch deutlich entspannter. Was aber auch daran liegt, dass wir jetzt die großen Spiele nicht auf dem Tisch haben. Also unser Dominik zum Beispiel, der hat 4 Tage on Mars erklärt. Und das war aufgrund der Tatsache, dass er ja so eine Teaser-Erklärung gemacht hat, einfach so, dass der komplett durcherklärt hat. Und bei diesen Spielen ist es ja so, man erklärt mal 10 Minuten und dann lässt man die Leute eine halbe Stunde spielen oder so. Und das ist viel entspannter. Und dann kann man sich auch mehr dem Umfeld widmen und mit den Leuten reden. Und das ist natürlich auch schön. Jetzt gibt es ja, oder war dieses Jahr besonders auffällig, dass es sehr viele kleine neue Verlage gab, die auch schon einen großen Stand hatten auf der Spiel. Siehst du das als Konkurrenz oder tauscht ihr euch auch untereinander aus? Wie ist das so für dich? Nö, überhaupt nicht. Ich denke, dass der Markt einfach so groß ist, dass man sich das teilen kann. Das ist für uns sehr wichtig. Ich habe am Anfang des Jahres war ich in Bremen und das ist eine Veranstaltung, die in solchen Klassenräumen stattfindet, das wisst ihr. Und da waren auch 2 oder 3 weitere kleine Verlage, die gerade relativ neu waren. Das war einmal Spielfabel mit dem Henning Voss und einmal Taverna Ludica mit dem Florian Strahl. Und wir haben uns natürlich total viel ausgetauscht. Und mit dem Florian haben wir jetzt auch mittlerweile so eine kleine Kooperation, dass wir sagen, es gibt gewisse Lokalisierungsoptionen, da gehen wir mal gemeinsam ran, weil die sonst vielleicht für uns alleine zu groß wären. Und das ist natürlich toll, wenn man so Möglichkeiten hat. Und wir lernen auch voneinander. Jeder kann irgendwas gut und irgendwas nicht so gut. Und wenn man sich da austauscht, ist das eigentlich ein Gewinn. So sehe ich das. Das finde ich auch besonders schön an der Branche irgendwie, dass alles so freundschaftlich ist. Ja, abschließend in unseren Interviews blicken wir immer so ein bisschen in die Zukunft. Du hast jetzt schon gesagt, du möchtest irgendwann von dem Verlag leben können. Was hast du dir denn sonst noch für die nächsten, sagen wir mal, 3 Jahre vorgenommen? Wir wollen eigentlich so weitermachen wie dieses Jahr, dass wir es einfach auf verschiedene Beine stellen. Wir haben ja eigene Spiele, die wir gemacht haben. Wir haben die Partnerschaft mit Eagle Griffon. Wir haben jetzt Tim Fowers, wo wir auch eine Partnerschaft ganz neu haben. Und wir arbeiten auch an normalen Lokalisierungen, dass wir also Spiele selber lokalisieren oder distributieren mit einer deutschen Anleitung. Und in der Mischung wollen wir weitermachen, auch im nächsten Jahr. Und damit einfach ein bisschen wachsen und auch ein bisschen Sicherheit gewinnen, dass wir eben nicht nur eine Schiene haben, die dann auch mal schiefgehen kann, sondern viele, viele Standbeine. Und wenn das in 3 Jahren schon klappt mit dem selber da einsteigen, wäre das toll. Aber wir haben auch Geduld. Wir wissen, da gehört nicht nur Zeit, sondern auch ein bisschen Können und Glück dazu. Und die nächsten Jahre werden wir sicherlich erstmal alles wieder in den Verlag stecken und gucken, dass wir weiter wachsen können. Ja, dann wünsche ich dir jetzt noch viel Spaß und Erfolg hier in Darmstadt und natürlich viel Erfolg für die nächsten Jahre. Und ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für das Interview. Ich bedanke mich auch. Schön, dass ihr hier wart und euch auch noch viel Spaß auf der schönen Veranstaltung hier in Darmstadt.